Ja, liebe Fortuna-Freunde, da sind wir dann doch etwas früher als gedacht, als geplant, spontan, aber die Aktualität gibt es her, dass wir uns jetzt heute Abend bei euch auch noch mal kurz melden wollen, unsere Einschätzung, unsere Meinung, ja, zu Breaking News, muss man sagen, kundtun möchten. Es ist nämlich was passiert, lieber Thorsten. Schön, dass du auch wieder an meiner Seite bist. Ja, guten Abend. Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, und aufgrund der Aktualität, die einschlägigen Sportmedien aus Düsseldorf und Hamburg und wo sie alle herkommen, berichten ja schon was, was eigentlich morgen erst rauskommen sollte, was jetzt quasi durchgesickert ist. Und dass der Herr Preußer wohl dann jetzt heute seinen Job verloren hat oder spätestens morgen früh dann beurlaubt wird. Ne? Ja. Deswegen Ja. haben wir uns kurzfristig entschlossen, wir halten euch direkt mit auf dem Laufenden. Genau, und wollen so ein bisschen unsere Meinung dazu kundtun. Ja, es wird der Daniel Thione werden, der uns dann mutmaßlich, wir müssen ja noch ein bisschen im Konjunktiv sprechen, dann ja zukünftig auf der Trainerbank dann begleiten wird und ja uns da hoffentlich ein bisschen mehr Spielglück und ein bisschen mehr Entwicklung dann auch bringen wird. Hat natürlich jetzt eine kurze Vorbereitungszeit für das Spiel gegen Schalke am kommenden Sonntag. Ja, aber wir wollen jetzt nicht als Besserwisser dastehen. Ich habe ja mit dem Kotti das schon vor einigen Wochen, man muss ja schon fast sagen Monaten, befürchtet. Genau. Und glaubt es uns, wir freuen uns jetzt nicht drüber, dass wir da recht hatten, weil die Situation wird jetzt umso schwieriger, weil die Zeit, die ist nicht mehr so lange hin bis zum Saisonende, nur noch 13 Spiele. Wir brauchen mindestens noch 5 Siege, um auf 35 Punkte zu kommen, was das absolute Minimum ist. Wahrscheinlich brauchst du noch ein, zwei Punkte mehr, um die Relegation zu verhindern. Ja, da ist jetzt entschieden worden. Am langen Ende ist dann wahrscheinlich doch dieses Traumtor in der 93. Minute von Kiel. Dieses Last-Last-Second-Tor, muss man ja sagen. Ganz bitter der Verlauf. Da sprechen wir in der nächsten regulären Sendung nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. War dann wohl der ausschlaggebende Punkt. Mag man jetzt auch drüber streiten, ne? Wäre es 0-0 ausgegangen, wäre wahrscheinlich nicht reagiert worden. Am langen Ende wäre es sonst wahrscheinlich immer noch weiter rausgezögert worden, bis man vielleicht dann gegen Schalke hätte man noch einen Grund gefunden und gesagt, Mensch, gegen Schalke ist halt schwer, die spielen oben mit, ist ein großer Name. Aber spätestens, wenn es dann gegen Aue im dann übernächsten Heimspiel nicht geklappt hätte, dann wäre die Reißleine wahrscheinlich allerspätestens gezogen worden. Weil, sind wir mal ehrlich, so dieses Momentum, dieses Karma war einfach nicht da, dass man da glaubt, dass der Bock noch umgestoßen werden kann, oder? Unter Christian Preußer. Ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht zu viel vorgreifen, wenn wir über das Spiel noch sprechen. Ich meine, es war wirklich stark verbessert, aber ja, am Ende ist Fußball auch ein Ergebnissport und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann es trifft halt meistens zuerst den Trainer, ne? Und von Ja. dem her ist das dann so. Und wenn der Daniel Thune es denn jetzt wird oder werden sollte, dann natürlich alles Gute, viel Glück. Aber das sind so diese Parallelen damals zu Friedhelm Funkel. Noch eine Woche gewartet, noch eine Woche. Man hatte die Chance, das in der Winterpause zu machen. Man hatte jetzt die 2 Wochen Länderspielpause. Ne? Und jetzt ist es wieder so. Ja. Manchmal Ja. sind wir so ein bisschen amateurhaft. Ne? Auch, Unglücklicher dass es jetzt schon Zeitpunkt. wieder, dass es jetzt auch wieder durchgesickert ist. Ne? Genau, das hast du gerade angesprochen. Da ist ja Ja. vermeintlich auch für morgen, für den morgigen Dienstag ja auch ja eine Mitteilung angekündigt worden. Jeder konnte sich ja schon denken, in welche Richtung es vielleicht gehen würde. Ja, dann haut es der Express war es, glaube ich, heute als erster dann doch Ja. ja dann doch als Mitteilung, als Meldung dann über die Ticker. Und du hast es schon gesagt, es wurde jetzt von nahezu allen Medien bis zum Kicker auch übernommen. Das Ding ist fix, das Ding ist durch, das ist klar. Da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Es ist aus unserer Sicht grundsätzlich die richtige Entscheidung, dass man nach bis dato 0,95 Punkten pro Spiel, die Fortuna erreicht hat, mit 20 Punkten aus 21 Spielen, da jetzt die notwendige Veränderung zieht. Und du hast halt mutmaßlich nur diese eine Patrone, den Wechsel auf der Trainerposition dann zu machen. Du hast jetzt noch, ich habe es angesprochen, 13 Spiele. Ja, aber klar, unglücklich in dem Sinne, ich habe es gerade schon eingangs versucht anzudeuten, weil klar, man hat diese, ja, diese passende kleine Länderspielpause zum Eingewöhnen halt verpasst am langen Ende, muss man so bewerten. Man hat jetzt noch Spieler weggeschickt, die vielleicht einen Daniel Thione hätte vielleicht auch behalten wollen, ne? Sprich die Leihspieler, die jetzt auch nicht mehr zur Verfügung stehen, halt in dem Sinne halt irgendwo aktionistisch jetzt auf der einen Seite sicherlich richtig, aber zu spät. Aber gut, wir wollen nach vorne gucken. Wir sind weiterhin optimistisch, dass wir so schnell hier unsere Fortuna-Sachen wieder anziehen. Hätten wir wohl auch nicht gedacht nach dem Spiel, Nee. am gestrigen Sonntag.
Ja, und jetzt kommt der Daniel Thione, uns allen ja durchaus bekannt. Er hat Zweitliga-Erfahrung. Er hat nämlich den VfL Osnabrück vor einigen Jahren von der dritten in die zweite Liga geführt und vor allem dann in der ersten Saison als Aufsteiger auch einen soliden 13. Rang mit Osnabrück erreicht. Insofern gab es ja jetzt auch schon so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ach, der hat jetzt auch nicht viel mehr Erfahrung, das würde ich nicht unterschreiben. Hat danach beim HSV angeheuert, mit natürlich bekannterweise großen Ambitionen auch beim HSV, mit einem guten Kader. War da bis relativ kurz vor Schluss der letzten Saison, ja, zumindest noch im Aufstiegsrennen, hat also durchaus realistische Chancen noch gehabt. Dann sind die Hamburger aber auch nervös geworden, haben ihn dann ersetzt durch den Horst Rubesch, der es dann aber auch nicht geschafft hat, den HSV nach oben zu bringen, bekannterweise. Aber es ist sicherlich einer, wenn man mal so ein bisschen überlegt, so einer der Top 5 Kandidaten, also Top in Anführungsstrichen, aber derer, die man so vor Augen hatte, die halt verfügbar sind, die realistisch sind und die man sich hätte vorstellen können, oder? Ja, das auf jeden Fall, ne? Dann hat man ja auch immer noch den Uwe Neuhaus auf dem Zettel. Ja. Oder so ganz utopische, auf gut Deutsch gesagt, Spinnereien, dass man halt dann Uwe Rösler halt wiederholt, weil er ist ja nicht entlassen worden. Der Vertrag Ja, ist ja ausgelaufen, richtig. ne? Weil er Entscheidender kennt die Unterschied, ja. halt Ja. alle. Ja. Aber da bekomme ich, glaube ich, ganz viel Gegenwind, weil er war ja nicht allen so gut gesonnen, ne? Und ja, eben konnte man ja auch schon auf verschiedenen Seiten und so lesen, die das Doppel-F sollte dann doch wieder und so, aber Ja. eine. Nein, da Ich meine, musste jetzt auch Daniel neue Wege Thun, gehen. ja, ich weiß gar nicht, wie alt jetzt Daniel Thun ist, aber ähnliches Alter wie der. 47. Der ist gar Ach nicht mehr so, dann. ganz so jung. Nee, nee, deswegen. Also ich Ah. hätte auch gedacht, bevor ich so ein bisschen gerade recherchiert habe, dass er ein paar Jahre jünger ist, weil das wäre mir schon wichtig, dass man jetzt nach dem Experiment, was es ja war, mit einem sehr jungen, auch unerfahrenen Trainer in den Profiligen, jetzt einfach auch jemanden nimmt, der einfach da auch eine etwas ältere Ausstrahlung hat. Und mag ja auch ein Thema gewesen sein, dass ein junger Trainer dann im Kader, ne, mit einigen erfahrenen Spielern einfach auch nicht so die Akzeptanz gefunden hat. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Stück weit mehr Emotionen an der Außenlinie, weil das bringt er auf jeden Fall mit von dem, was man da verfolgt hat. Man muss natürlich gestehen, man kennt ihn jetzt sicherlich nicht so detailliert, nicht so genau. Das werden wir jetzt sicherlich dann schnell nachholen, dass wir ihn da kennenlernen durch die PKs und Ja. durch sein Auftreten. Vielleicht auch das eine oder andere Interview, was er dann ja auch nachreichen wird. Morgen wahrscheinlich die PK, wo er vorgestellt wird. Aber man freut sich jetzt zumindest da auf einen gewissen, in Anführungsstrichen, Neuanfang, der jetzt da ist. Und ja, dass das Experiment jetzt einfach zum Scheitern auch nicht nur erklärt, sondern auch ja jetzt entsprechend auch verurteilt wurde. Also definitiv. Und von dem her, ihm können wir dann nur alles Gute, viel Glück und immer den richtigen Griff bei den Auswechslungen zu machen und so. Und ja, das ist eventuell vielleicht Sonntag. Ja, wir sind schon wieder an dem Punkt, wo wir wieder hoffen, euphorisch werden. Und Ja, aber bei dem Spiel hast du ja, ja jetzt auch nichts zu es kann verlieren. ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, Mensch, das erste Spiel gegen Schalke ist schwierig, ist undankbar dann auch zu haben. Auf der anderen Seite, dann hast du direkt ein Brett, ein Kaliber vor dir, hast ein Heimspiel danach, natürlich umso wichtiger noch das Spiel gegen Aue in der Woche drauf direkt. Das sehe ich jetzt nicht wirklich als Nachteil, weil so bist du halt auch sofort drin, hast einen Fokus, Genau. hast halt auch, ich sag mal, die Mannschaft dann irgendwo fokussiert auf einen namhaften Gegner, weil da hast du ja auch Bock drauf, gegen Schalke zu spielen. Da hängt jetzt der Vergleich mit Bayern, aber Schalke ist nun mal entsprechend, genauso wie die Bayern in der Bundesliga, da einfach ein Gegner, ja, wo du sicherlich nicht motiviert werden musst, wenn du auf dem Platz stehst, ne? Dass es schwer wird, Das ist ist so, klar. ja. Aber wie gesagt, da einfach offensiv und optimistisch nach vorne schauen. Ja, ansonsten, der Daniel Thune hat bisher bevorzugt ein Spielsystem 4-3-3, recht offensiv. Da muss man natürlich mal gucken, wie er das dann an den ja, unsrigen Kader dann auch anpassen wird. Das sind alles Dinge, die werden wir mit natürlich einem wachen Auge auch verfolgen. Und ja, von mir aus war es das eigentlich jetzt so mit so meiner ersten Ja. Grundeinschätzung. Da wollen wir jetzt gar nicht bis ins allerletzte Detail gehen, aber war uns wichtig, da einfach mal so ein bisschen spontan die Gedanken auch zu äußern und euch da auch so ein bisschen, ihr werdet es alle sicherlich schon gesehen und gelesen haben, aber auch ein bisschen, noch mal ein bisschen zusammengefasst auf dem Stand zu halten. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns dann diese Woche nochmal Das auf jeden und Fall. Wir haben jetzt im Anschluss noch einen kleinen O-Ton vom Kotti. Der Kotti hat es sich auch nicht nehmen lassen, ein kurzes Statement nochmal zu platzieren. Da kram ich nochmal so ein bisschen in der Fotokiste, damit ja zumindest seine Worte nochmal ein bisschen auch im Bild unterlegt werden. Wir vermissen ihn natürlich alle, aber ja. das hat er sich nicht nehmen lassen und das folgt jetzt noch im Anschluss. Insofern schaltet noch nicht ab. Der Genau. Kotti folgt gleich noch. Wir verabschieden uns aber schon mal von euch, freuen uns auf die nächste Sendung, auf die nächsten Spiele.
Und ja, macht euch einen schönen Abend, wenn ihr uns heute Abend noch hört, oder einen schönen Tag, wenn ihr schon mittendrin seid. Bis die Bis die Tage. Tage. Ciao, Ciao. ciao. Ja, hallo liebe Freunde, hallo zusammen. Aufgrund der besonderen Situation wollte ich es mir nicht nehmen lassen, auch mal eine kurze Meinung zu der aktuellen Geschehnissen ja, euch mitzuteilen. Ja, es ist passiert für uns eigentlich viel zu spät. Gilde und ich hatten das ja eigentlich auch immer bereits thematisiert. Christian Preußer wird ausgetauscht als Trainer. Der neue soll bereitstehen. Es ist zwar noch nicht offiziell verkündet, aber Daniel Thun soll es werden. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, dass man sich von Christian Preußer trennen musste, das war unausweichlich. Eigentlich auch viel, viel zu spät. Aber sei es drum, jetzt ist der Schritt gegangen worden. Mit Daniel Thun steht ein Trainer bereit, der ja auch ein junger Trainer ist, allerdings etwas andere Vorzeichen hat, nämlich dahingehend, er hat Erfahrung in der zweiten Liga, ist seinerzeit mit Osnabrück aufgestiegen aus der dritten Liga in die zweite, kennt also die zweite Liga auch gut, war ja auch beim HSV entsprechend tätig an der Seitenlinie, ist auch ein Trainer, der ja, glaube ich, an der Seitenlinie deutlich mehr aktiv ist als Christian Preußer, was auch viele gefordert haben. Von daher, ja, folgerichtig vielleicht, trotzdem einen jungen Mann und nicht auf die geballte Erfahrung vielleicht eines Uwe Neuhaus zu setzen, wird sich zeigen. Ich hätte ihn jetzt auch nicht als erste Wahl genommen, um ehrlich zu sein. Lasse mich aber gerne überraschen, was, ja, was mit ihm möglich ist und hoffe, dass, ja, dieser fehlende Impuls, der die letzten Spiele merklich gefehlt hat in unserem Spiel, dass der nun durch Daniel Thun erfolgen wird. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin, eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.